überwiesen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 13. Ein Antrag der FDP-Fraktion, Drucksache 4028. Zwingende Ausstattung aller Kraftfahrzeuge in der EU mit dem E-Call-Notrufsystem unterläuft Bemühungen zur Verbesserung des Datenschutzes. Freiwilligkeit und informationelle Selbstbestimmung der Kraftfahrer nicht aufgeben. Ich weise hierhin auf den Änderungsantrag der Piratenfraktion, Drucksache 4110. Für die Antragstellende FDP-Fraktion spricht der Kollege Dr. Wolf. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute hatten wir ja im EU-Bereich bereits einen gemeinsamen Antrag beschlossen. Vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, auch bei diesem Antrag zusammenzuarbeiten. Es geht um Datenschutz und Datensicherheit, beherrschende Themen der letzten Wochen und Monate. Diese Thematik betrifft nicht nur die klassische Datennutzung im Bereich von Telefonie und Internet, sondern es geht auch um andere Bereiche, zum Beispiel das E-Call-Notrufsystem, was hier von der EU beabsichtigt wird, wo ab 2015 Notrufsensoren eingebaut werden sollen, die letztendlich Positions- und Fahrtdaten übermitteln. Wir wissen, dass dieses vom Kern, von der Absicht her ein durchaus gutes Unterfangen ist, weil es darum geht, in Fällen von Unfällen zu sichern, dass auch jemand gefunden werden kann. Auf der anderen Seite kann hier etwas geschehen, was wir möglicherweise nicht wollen, dass nämlich eine permanente Überwachung erfolgt und Daten weitergeleitet werden. Was technisch möglich ist, wird auch genutzt. Das hat uns die NSA gelehrt. Und wir glauben, dass das System, wie es bisher ausgestaltet ist, nicht verlässlich ausschließt, dass eben Daten auch erhoben und weiter übermittelt werden, die eben in die Persönlichkeitsrechte, in die Privatsphäre eingreifen. Gerade gestern konnte man auch in der Zeitung lesen, dass Hacker bereits Apple überlisten, was den Fingerscanner anbetrifft. Man sieht also, die technischen Möglichkeiten des Schutzes müssen genau beachtet werden. Und wir stellen an dieser Stelle einige Fragen. Wie können wir bei diesem System eCall sicherstellen, dass es eben nur den segensreichen Bereich betrifft, der Menschenrettung im Fall von Unfällen? Und wie können wir sicherstellen, dass nicht eine Fremdnutzung geschieht, dass Versicherungsunternehmen beispielsweise aufspringen und das individuelle Fahrverhalten sozusagen pausenlos überprüfen lassen, möglicherweise mit einer entsprechenden Prämienadäquanz. Der Versicherungsverband Insurance Europe hat bereits hier Interesse signalisiert. Ich glaube, an dieser Stelle sollten wir rechtzeitig einhalten und die Fragen stellen, wie wird es technisch gesichert, dass das nicht passiert, an wen werden entsprechende Daten übermittelt. Da ist von einer Leitstelle geredet. Wer besetzt diese Leitstelle, kann diese Leitstelle und wenn ja, an wen weiterleiten. Ich glaube, hier gibt es viele Fragen im Rahmen der Datensicherheit des Datenschutzes, die geklärt werden müssen. Und wir fordern an dieser Stelle, dass die Regelungen im Verordnungsvorschlag deutlich präzisiert werden, dass die Nutzung aus freiwilliger Basis geschieht und dass gerade auch die Frage der Absicherung, dass technisch exakt dargestellt wird, dass eben nicht eine dauerhafte Überwachung von Bewegungsprofilen hier möglich ist. Das muss in die Verordnung und gehört nicht nur in einen Begleitrechtsakt. Ich glaube, dass das grundsätzlich begrüßenswerte Ziel, im Falle des Unfalls auch eine Übermittlung zu starten, durchaus erreicht werden kann. Aber dann müssen Systeme eben klar machen, dass beispielsweise nur dann die Übermittlung erfolgt, wenn das Fahrzeugäußere abrupt einer Krafteinwirkung ausgesetzt ist, wie im Falle eines Unfalls. Das kann man mit Mindestschwellen, mit Newtonmetern entsprechend dann auch belegen. Oder aber die Abruptheit, dabei könnte die Frage der Mindestschwelle in Millisekunden entscheidend sein, ob eine Abweichung erfolgt. Hier sehen Sie also, muss genau getestet werden, in welchen Fällen ist tatsächlich die Sinnhaftigkeit der Entscheidung gegeben, eine Standortübermittlung zu übergeben, damit es nicht dauerhaft zu einer Überwachung kommt. Der Bundesrat hat an dieser Stelle am 20. September das System zunächst einmal gestoppt, allerdings kein Wort zum Datenschutz gesagt. Ich glaube, wir sollten von diesem Parlament das Signal ausgehen lassen, dass wir den Datenschutz auch bei einem solchen System sehr ernst nehmen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir hier auch zu einer gemeinsamen Entschließung kommen. Wir sind jedenfalls bereit dazu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Wolf. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt der Kollege Schlömer. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren auf den Besucherrängen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Es handelt sich in der Tat um ein
Thema, was nach unserem Dafürhalten sehr wichtig ist und übrigens ja schon seit Jahren auch in der europäischen Politik diskutiert wird. Das Thema E-Call oder E-Call, das mit dem Antrag der FDP heute auf dem Tisch liegt, wurde bereits Anfang der 80er Jahre von verschiedenen Automobilherstellern getestet, letztlich auch mit dem Erfolg des Auslösens eines Notrufs in Köln beim TÜV Rheinland, was zeigte, dass das System auch tatsächlich funktioniert und auf der anderen Seite bereits seit mehreren Jahren in der Europäischen Union bewertet und beurteilt wird. Und überdies gibt es bereits seit dem Jahr 2010 eine EU-Richtlinie, in der dieses Thema ebenfalls behandelt wird. Die Automobilindustrie hat hier verschiedene Lösungen bereits präsentiert und in unterschiedlicher Weise in die eigenen Fahrzeuge integriert. Ich denke, der Sinn und Zweck eines solchen elektronischen Systems, das automatisch im Falle eines Unfalls einen Notruf absendet und einen Rettungseinsatz auslöst, steht völlig außer Frage. Das System wird nach den Analysen der Europäischen Union mehrere tausend Menschenleben retten und überdies bis zu 15% der Unfallschwere verhindern können bei den Straßenunfällen, wenn dieses System dann scharf geschaltet ist. Der Antrag dieses Antrages von FDP und dem Änderungsantrag der Piraten berücksichtigt nach meinem Dafürhalten die Diskussionen, die in den vergangenen Monaten, aber auch in den vergangenen Jahren dazu stattgefunden haben, nicht ausreichend. Wenn man den Titel dieses Antrages liest, dann bekommt man den Eindruck, dass es sich bei dem zur Diskussion stehenden System um ein Überwachungssystem mit Rettungsfunktion handelt. Das ist nach meinem Dafürhalten allerdings völlig falsch. Und die Beteiligten, die darüber seit Jahren bereits diskutieren, sind sich in diesem einen Punkt allerdings auch einig. Die Begehrlichkeiten Dritter, und ich glaube, da besteht absolutes Übereinstimmen aller Fraktionen hier im Landtag, müssen allerdings gestoppt werden. Wir wissen, dass es zahlreiche Diskussionen gibt von Versicherungsunternehmen, der Fahrzeughersteller selber, wie man mit den Daten, die gesammelt werden könnten, wenn man es denn zulässt, zusätzliche Effekte für die entsprechenden Teilnehmer da herausholt. Das ist teilweise ganz gruselig, was da genannt wird. Naja, vielleicht kann man auch noch Flensburg dranhängen und nach 10 Punkten in der Verkehrshinderpartei schaltet sich automatisch der Motor aus. Das Ganze wollen wir nicht, das ist vollkommen klar. Die EU-Richtlinie zu diesem Sachverhalt gibt es mittlerweile seit August 2010. Und ich glaube, dass es auch nachvollziehbar ist, wenn in der Europäischen Union darüber diskutiert wird, ob es denn Sinn macht, das Ganze auf freiwilliger Basis anzubieten oder nicht. Nach meinem Dafürhalten macht es keinen Sinn, denn zum jetzigen Zeitpunkt können wir sehen, dass die Oberklasse der Fahrzeuge hervorragend mit solchen Systemen ausgestattet wird und deren Leben können dann hervorragend auch gerettet werden. Die breite Schicht hat aber kaum einen Zugriff darauf und eines darf nicht sein. Wenn es ein sinnvolles System gibt, Menschenleben zu retten und Verkehrstote zu verhindern, dann sollte das nicht den Besitzern der Oberklasse vorbehalten bleiben, sondern es sollte für alle und jeden zur Verfügung stehen. Insofern glaube ich, dass es wichtig ist, einen verpflichtenden Einbau in die PKWs tatsächlich auch vorzunehmen. Es soll sich bei diesem System und bei der Durchsicht der Seiten der Europäischen Union kommt man dann auch sehr schnell zu der Erkenntnis, dass das zumindest beabsichtigt ist, um ein schlafendes System handeln. Das heißt, ein System, was erst zum Unfallzeitpunkt ausgelöst wird, sich anmeldet, die Position bestimmt und entsprechende Daten übermittelt. Das geht schneller als den Satz, den ich gerade gesprochen habe. Da es sich um ein schlafendes System handelt, dürften die Probleme des Datenschutzes aber lösbar sein. Um es ganz einfach zu machen, eine Lampe, die ausgeschaltet ist, leuchtet nicht. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Bundesrat hat bereits in seiner Sitzung vom 20. September sich mit dieser Thematik auch beschäftigt und ein entsprechendes Forderungspapier beschlossen, das auch selbstverständlich alle Punkte des Datenschutzes, die auch in den Anträgen formuliert worden sind,
beinhaltet. Und insofern glaube ich, dass wir sehr wohl die Möglichkeit haben, uns im Ausschuss vielleicht auf ein gemeinsames Papier zu diesem Punkt zu verständigen. Ob eine Umsetzung bis 2015 realistisch ist, kann ich nicht genau sagen, möchte auch jetzt relativ schnell zum Schluss meiner Ausführungen kommen. Einen Punkt möchte ich aber noch ansprechen, der in dem Antrag und in den Anträgen nicht genannt wird, aber trotzdem sehr wichtig ist. Es geht ja nicht nur um die Ausstattung der PKWs mit zusätzlicher Elektronik, sondern auf der anderen Seite, das heißt bei den Leitstellen, muss ebenfalls nachgerüstet werden. Die Netzabdeckung muss sichergestellt werden. Und da stellt sich für mich zumindest als Landespolitiker die Frage, wer bezahlt das denn? Nach meinem Dafürhalten muss sichergestellt sein, dass es hier keine finanziellen Mehrbelastungen des Landes oder auch der Kommunen gibt, um dieses System letztlich umzusetzen. Herr Kollege, die Redezeit ist zu Ende. Ich weiß, drei Punkte sind aus dem Grund wichtig. Flächendeckend, verpflichtend ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, unabhängiges Funktionieren von bordeigenen Computersystemen. Und der dritte Punkt, keine Mehrkosten für Land und Kommunen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Schlömer. Bei uns in der Fraktion würde man sagen, Sie haben dann mal den Schulz gemacht, würde ich sagen. Ja? Okay. Nun denn, für die CDU-Fraktion spricht jetzt der Kollege Rehbaum. Hallo. Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, seit mehr als 10 Jahren sprechen wir ja in der EU über ein automatisches Alarmierungssystem bei schweren Autounfällen. Und das Motiv, bei schweren Autounfällen ohne Zeugen schneller und gezielter retten zu können, ist ja unverändert aktuell. Der Kollege Schlömer sprach gerade von mehreren tausend Toten, die vermieden werden könnten. 2.500 habe ich bei meiner Recherche gefunden, die man vermeiden könnte. Betroffen ist ja dort vorrangig auch der ländliche Raum. Geschichten über Unfälle, wo jemand von der Landstraße abkommt und dann in einem Maisfeld landet und nicht gesehen wird, oder im Mittelgebirge von der Straße abkommt und dort am Abhang hängen bleibt und niemand sieht ihn. Das kennen wir und das ist Grund genug, dort zu agieren. Fortschritt rettet an dieser Stelle Menschenleben und Fortschritt manifestiert sich in aktiver und passiver Sicherheitsausrüstung. Airbag und Anschnallgurt sind da Stichworte, aber auch Fortschritt kann sich manifestieren in besserer Alarmierung und besserer Rettung. Und von daher ist der Plan der Europäischen Union, E-Call-Systeme obligatorisch in allen Neuzulassungen vorzusehen, richtig und wird von der CDU-Fraktion unterstützt. Wichtig ist uns allerdings Folgendes. Die Konnexität, die hier ausgelöst wird, muss geklärt werden. Kosten für die Kommunen, die verantwortlich sind für den Rettungsdienst, dürfen nicht an diesen Kommunen hängen bleiben. Und auch ungewollt ausgelöste Notrufe durch E-Call und das dann dadurch ausgelöste Ausrücken der Rettungskräfte muss finanziell geregelt werden. Und unseres Erachtens ist dort die EU am Drücker. Das Thema Datenschutz, Datensicherheit, was ja auch Anlass dieses Antrags zu sein scheint, ist für uns ebenfalls besonders wichtig. Es müssen klare Regeln für den Umgang mit den erzeugten Daten gegeben sein. Die Datenmeldungen dürfen nur im Falle eines schweren Unfalls überhaupt ausgelöst und versendet werden. Und das Erzeugen von Bewegungsprofilen durch E-Call lehnen wir ab. Ebenso die Speicherung der ausgelösten Daten im Fahrzeug oder in der Leitstelle. Wir dürfen bei der Einführung von E-Call keine halben Sachen machen. Die Einführung muss europaweit erfolgen, denn Verkehrsbewegungen mit Kraftfahrzeugen machen ja mittlerweile an keiner Grenze mehr Halt. Es soll vorkommen, dass ein Pkw-Fahrer aus den Niederlanden überrascht wird von den Straßenzuständen in Nordrhein-Westfalen und in einem Schlagloch hängen bleibt und einen Unfall verursacht. Wir wollen diesen niederländischen Pkw-Fahrer genauso gerne und genauso schnell helfen wie dem Pkw-Fahrer aus dem Kreis Borken, der die Zustände der nordrhein-westfälischen Straßen kennt, aber dennoch einen Unfall baut. Die Einführung von E-Call wird eine Herkulesaufgabe sein. Die Ausrüstung
die Infrastruktur, die ganze Organisation zu etablieren, europaweit und das System in Gang zu bringen, wird nicht ganz einfach sein. Dazu muss man dann sagen, dieses System könnte ja mit allerlei Zusatzfunktionen ausgerüstet werden. Die Industrie und auch die Forschung kennt da keine Grenzen. Wir sind der Meinung, dass das System auf das notwendige Minimum an Funktionen beschränkt werden muss, nämlich das Absetzen eines digitalen Notrufs bei schwerem Unfall mit einer einheitlichen Datenschnittstelle europaweit, die Ansprachemöglichkeit der Unfallinsassen über dieses E-Call-Gerät im Auto in der Landessprache und auf Englisch und die Aufhebungsmöglichkeit des Notrufs bei versehentlichem Auslösen oder auch die Bereinigung von versehentlich ausgelösten Notrufen. Weitere Funktionen wie Pannenruf, Navi, Ortung, Entertainment sind alles freiwillige Dinge alles möglicherweise funkdatenbasierte Dinge, die dann das ganze System für Datenabfang und Ausspionierung anfälliger machen. Wir sehen an dieser Stelle nur Regelungsbedarf für die Grundfunktionen und wir wollen, dass das System einfach, kostengünstig, einheitlich und datensicher ist. Luxusfunktionen, die darüber hinaus reinkommen, liegen in der Verantwortung der Autokäufer und müssen nicht in Brüssel verordnet oder geregelt werden. Wir geben der FDP recht, die Verordnung muss konkretisiert werden, ganz klar. Wir sind aber entgegen der Aussage der FDP für eine verbindliche Einführung von E-Call europaweit und halten fest an dieser Stelle, E-Call rettet Menschenleben und deswegen müssen wir alles tun, dass es in möglichst vielen Fahrzeugen eingesetzt werden kann. Und wir stimmen natürlich der Überweisung des Antrags in den Ausschuss zu und glauben auch, dass wir da zu einer gemeinsamen guten Lösung kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rehbaum. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht der Abgeordnete Bolte. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kollege Rehbaum, mir sind jetzt bisher noch nicht so viele Fälle von Niederländern, die in nordrhein-westfälischen Schlaglöchern verschwunden sind, begegnet. Vielleicht liefern Sie uns da noch was nach. Wir haben heute einen ganz interessanten Antrag von der FDP vorgelegt bekommen zu einem Thema, das durchaus eine Debatte verspricht, die von Interesse sein wird. Der E-Call, das haben wir gehört, ist von der Grundanlage her, hat ein durchaus ehrenwertes Ziel, nämlich die Anzahl von Verkehrsunfallopfern zu reduzieren. Wir haben aber auf der anderen Seite, und auch das ist in den Stellungnahmen ja schon deutlich geworden, eine Reihe Fragen, die noch geklärt werden müssen dabei. Das ist insbesondere das Thema Datenschutz, das die antragstellende Fraktion thematisiert, aber auch andere technische Fragen, die da noch diskutiert werden müssen. Von daher glaube ich, fahren wir mit der allseits beliebten differenzierten Position in dieser ersten Befassung ganz gut. Der E-Call soll zu einem schnellen Erreichen des Unfallortes führen für Helferinnen und Helfer und Einsatzkräfte. Und dabei setzen wir auf der technischen Seite an. Mir ist wichtig, in dieser Debatte auch noch die Seite zu beleuchten, dass wir insgesamt natürlich die Steigerung der Verkehrssicherheit im Auge behalten müssen. Und das lässt sich nicht alleine durch ein technisches System herbeiführen, sondern auch menschliches Verhalten, das menschliche Verhalten muss dabei im Mittelpunkt unserer Bemühungen stehen. Sich alleine auf den Hilferuf hinterher zu konzentrieren, dadurch werden Unfälle eben nicht verhindert. Wenn wir uns anschauen, zwei Zahlen, die ich bemerkenswert fand, ein Drittel der Unfälle werden durch überhöhte Geschwindigkeit herbeigeführt, ein weiteres Drittel durch Alkoholkonsum. Da haben wir durchaus Fragestellungen, wie schaffen wir es, dauerhaft die Einhaltung von Tempolimits zu kontrollieren, genauso Prävention. Das sind Themen, die, glaube ich, in diesem Zusammenhang mitdiskutiert werden sollten, weil es da einfach einen Sinnzusammenhang gibt. Wenn wir uns jetzt aber den E-Call selbst anschauen, dann sind da offene Fragen, die sind benannt in den Stellungnahmen des Bundesrates, ebenso aber auch schon in dem Beratungsgang im Europäischen Parlament. Die Stellungnahmen sind angesprochen
und durchaus auch lesenswert. Da sind Fragestellungen angesprochen, wie eben mögliche Erstellung von Bewegungsprofilen, wie diese Daten durch Sicherheitsbehörden nutzbar oder ausgenutzt werden könnten, Rekonstruktion von gefahrenen Strecken, auch diese Frage, wie wird kontrolliert, dass das schlafende System auch wirklich schläft und natürlich dann auch, das ist eben auch schon angesprochen worden, die Fragestellung Zugriff durch Dritte, insbesondere Versicherungen, werden ja immer wieder genannt. Also das sind alles Fragestellungen. Da geht, wie gesagt, der Bundesrat in seinen Stellungnahmen drauf ein. Klar ist aus allen Stellungnahmen, die wir bisher zu dieser Thematik haben, dass, wenn es einen E-Call gibt, dieses System höchsten Datenschutzstandards genügen muss, höchste Datenschutzstandards sicherstellen muss. Und dazu gilt es dann eben im Beratungsgang der Verordnung die entsprechenden Maßnahmen zu diskutieren. Denn wenn man ein solches System machen will, dann kann man das nur, indem man, und das ist natürlich das klassische Datenschutzinstrumentarium, rechtliche, technische und organisatorische Maßnahmen vorschaltet, die die Vorkehrungen im Sinne des Datenschutzes eben treffen. Es ist darüber hinaus, sind auch das eben angesprochen von einigen Vorrednern. Andere technische Fragen, zum Beispiel die Ausstattung der Leitstellen, die Frage Realisierungszeitraum, aber natürlich auch solche Fragen wie technische Infrastruktur, wie Systemsicherheit, alles das sind Fragestellungen, die geklärt werden müssen. Ich glaube, wenn wir das entsprechend breit aufstellen, diese Diskussion, diese Debatte, dann wird sie sehr interessant werden. Ich habe wahrgenommen, auch schon hier in der ersten Befassung im Plenum, dass es da durchaus fraktionsübergreifendes Interesse gibt, dieses Thema stärker zu beleuchten von den verschiedenen Seiten. Und in diesem Sinne blicke ich der Debatte im Ausschuss mit sehr, sehr großem Interesse entgegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die Piratenfraktion spricht der Kollege Kern. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Die Kollegen Rehbaum und Schlömer haben jetzt sind sehr ins Detail gegangen, was die Vorzüge dieses Systems, dieses E-Call-Systems angeht. Lassen Sie mich ein etwas größeres Bild zeichnen, einen etwas weiteren Bogen spannen, um Ihnen darzulegen, warum wir als Piraten dieses Projekt eher kritisch begleiten. Da sind wir grundsätzlich auf einer Linie mit der FDP, wenn ich den Antrag richtig verstanden habe. Die Liste ist lang. Die Überwachung aller Reisenden durch Smart Borders, die Forcierung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs mit SEPA und nun die verpflichtende Einführung eines Notrufsystems namens eCall. Die Liste von EU-Vorhaben, welche die Überwachungsinfrastruktur in Europa ausbauen und dabei persönliche Freiheiten massiv einschränken, ist lang. Dabei werden die Vorhaben meist mit durchaus begrüßenswerten Absichten verkauft. Der wahre Grund für die Vorstöße der Kommission ist aber oftmals schlicht und ergreifend das Fortschreiben des Irrwegs der europäischen Zentralisierungs- und Überwachungspolitik. Eben dieses Vorgehen des europäischen Gesetzgebers lässt aber die Menschen in Europa zurück, lässt ihren Glauben an die Sinnhaftigkeit des europäischen Projekts erlöschen. Mit Blick auf den im Antrag behandelten Verordnungsvorschlag liegt wieder mal so ein Fall vor. Die Kommission schreibt, sie wolle mit der verpflichtenden Einführung eines E-Call-Systems eine Reduzierung von Verkehrstoten und Verletzten sowie den Folgekosten erreichen. Dagegen kann grundsätzlich niemand was haben. Gleichzeitig werden im Entwurf datenschutzrechtliche Regelungen vollkommen vernachlässigt, hat der Kollege Wolf auch schon angesprochen und die anderen sind da auch drauf eingegangen. Übrig bleibt die potenzielle Totalüberwachung aller Kfz-Fahrer in Europa im Namen der Verkehrssicherheit. Somit könnten zum Beispiel Versicherungsunternehmen auf Basis detaillierter Risikoprofile höhere Prämien durchsetzen. Wir begrüßen, dass die FDP in ihrem Antrag auf diese eklatanten Datenschutzmängel hinweist. Doch der
durchaus ehrbare FDP-Vorstoß ist zu ungenau und uns nicht weitgehend genug. Wir brauchen konkrete datenschutzrechtliche Forderungen, um unser Gewicht in Brüssel geltend zu machen. So bedarf es unter anderem der expliziten Verankerung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung der Kraftfahrer im Verordnungstext. Ein E-Call-System muss man deaktivieren können, das hat Herr Wolf schon richtig angemerkt. Und darüber hinaus, der Zugriff von außen muss ausgeschlossen werden. Zudem muss die Hoheit über die gesammelten Daten bei den Fahrern selbst liegen. Insbesondere gilt es auszuschließen, dass externe Anbieter, zum Beispiel von Zusatzdiensten, eine ausdrückliche Zustimmung, ohne ausdrückliche Zustimmung der Fahrer Zugriff auf die Daten erlangen können. Wir wissen, dass sich viele Fahrer nicht in die Tiefen der AGBs und Bedienungsanleitungen des E-Call-Systems verlieren werden. Daher brauchen wir eine kurze Speicherfrist der erhobenen Daten per Default, also voreingestellt. Danach sind alle erhobenen Datensätze zu löschen. Alle diese Punkte fordern wir in unserem Änderungsantrag, über den wir im Ausschuss gerne mit Ihnen beraten wollen. Wir Piraten bleiben dabei, den konstanten Ausbau der europäischen Überwachungsinfrastruktur bekämpfen wir entschieden. Der Grundsatz des Vorrangs des Datenschutzes und Schutzes der Privatsphäre ist für uns politische Maßgabe. Zumindest hat dieser Verordnungsvorschlag eines Notrufsystems bei mir ein Notsignal ausgelöst. Also ich bin alarmiert in puncto Bürgerrechte, aber ich denke, wir sind hier auf einem guten Weg und ich hoffe, dass wir dann auch gemeinsam etwas im Ausschuss erreichen können. Wir Piraten stehen für die Beratung bereit und hoffen, dass wir uns da einigen können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter Kern. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Groschek. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Auf der Homepage des Bundesverkehrsministeriums steht: Die Bundesregierung unterstützt die europaweite Einführung des elektronischen Notrufs, den sogenannten E-Call, der Rettungseinsätze in Zukunft beschleunigen soll. Die Landesregierung unterstützt ihn auch. Ich glaube, dass der E-Call so etwas werden kann wie eine moderne 110 oder 112. Ich finde, bei allen datenschutzrechtlichen Bedenken, die angemessen erörtert wurden und weiter zu erörtern sind, sollten wir nicht nur den Aspekt des Überwachens und Bedrohens, sondern des Geschütztseins und Gerettetwerden betonen. Das, glaube ich, ist die große Errungenschaft, die mit diesem System verbunden ist, jedenfalls in den Augen der allermeisten europäischen Bürgerinnen und Bürger, so jedenfalls meine, so jedenfalls unsere Wahrnehmung. Da unterscheidet sich unsere Wahrnehmung der Menschen in Europa doch deutlich von der ihrigen. Ich glaube auch, dass die Fahrzeugidentifikationsnummer als Teil eines schlafenden Systems solange nicht Ausdruck eines überwachungsstaatlichen Imponiergehabes ist, solange gewährleistet ist, dass der E-Call wirklich erst dann ausgelöst wird, wenn es zu einem Crash gekommen ist und wenn eben keine schleichende Überwachungsmöglichkeit besteht. Der Landesbeauftragte für Datenschutz und die fachkundigen Vertreter des Innenministeriums sind bei einer gemeinsamen Erörterung zu dem Schluss gekommen, dass datenschutzrechtliche Bedenken zurzeit nicht erkennbar und darstellbar sind. Deshalb sind wir als Landesregierung auch gespannt auf die weiteren Erörterungen. Wir geben all denen recht, die sagen, es muss eine begrenzte Verpflichtung geben bezüglich des schnelleren Auffindens des Unfallortes und der besseren, auch hydraulischen Bergemöglichkeit. Denn vom Fahrzeugtyp hängt oft auch das entsprechende hydraulische Werkzeug ab, was ich mitführen muss als Rettungskraft. Und alles andere ist auch aus Sicht der Landesregierung privater Luxus, ist Komfortzone, die der Staat nicht zu regeln und auch nicht vorzuschreiben hat und erst recht nicht zu finanzieren hat. Deshalb bin ich sicher, es ist eine große konsensuale Lösung möglich und das sollte ein positiver Ausblick sein.
Vielen Dank, Herr Minister Groschek. Wir sind am Schluss der Beratung. Wir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor und wir stimmen ab. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 4028 einschließlich des Änderungsantrags Drucksache 4110 an den Ausschuss für Europa und eine Welt. Die abschließende Beratung und Abstimmung sollen dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Ist jemand gegen die Überweisungsempfehlung oder möchte sich enthalten? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsempfehlung so angenommen. Wir treten ein in den Tagesordnungspunkt 14.